Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir nennen das hier Daily und Jenner hier nennt sich Till und seinen Kanal nennt er Till und sein Vlog. Ja. Und wir reden heute über den 2. Dezember und der 2. Dezember, da hat auch jemand Geburtstag und das ist Britney Spears. Ja. Oops, I did it again, hat sie, again. Wie heißt das? Ja, I did it again. Ja, genau. Oops, I did it again. Ja. Hat sie, wollte ich mal hier vom Teleprompter ablesen. Ah. Oops, I did it again. Genau, ja. Ja. Und die hat ja einen ziemlichen Scheiß durchgemacht in ihrem Leben. Ist 1981 ist die ja geboren. Das und war hat, der größte Scheiß schon. Ja, findet sie gar nicht gut? Nein. Oh ja, und 1998 mit 17 Jahren ist sie dann mit Baby One More Time ja, ist sie dann halt richtig berühmt geworden. Hm. Und dann ging die Kacke los. Aber vorher war sie noch im Mickey Mouse Club. Im Walt Disney Club, oder? Wie heißt es, Mickey Mouse Club? Disney Club, genau. Hat sie doch mit dem Timberlake und mit der, wie heißt sie denn? War das Aguilera? Christina Aguilera, ja, genau. Ach, da hat Gott, sie ja moderiert. Was ich weiß. Du weißt ja echt alles. Aber am 2. Dezember ist auch was ganz anderes. Ja, und zwar Aktionstag der Modelleisenbahn. Aktionstag der Modelleisenbahn? Ja, internationaler Tag der Modelleisenbahn, um es genau auszudrücken. Hast du mit Modelleisenbahn irgendwas am Hut? Ja, ich habe eine zu Hause im Karton verpackt. Ja, super. Ja, zu Hause haben alle kleinen Jungs Klicker, oder wie heißt das? Nein, also ich habe die auch schon aufgebaut gehabt, aber irgendwann aus Platzgründen musste sie wieder zurück in den Karton und da steht sie jetzt seit ein paar Jahren. Meine Söhne wollen eigentlich immer, dass ich sie mal wieder aufbaue, aber mir fehlt Zeit und Lust. Ja, ich war mal auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und da war ich in der Halle, wo es um Modelleisenbahnen geht. Ja. Ey, du machst dir kein Bild, was es da alles für ein Zeug gibt von Modelleisenbahn. Ja. Ist der Hammer. Alles. Also ich bin hier im falschen Film. Da war eine komplette Halle, war komplett zugestellt mit Modelleisenbahnkram. Alleine der Stand von Märklin war ja schon mega riesengroß. Also das, aber sowas geht nicht an mich ran. Ja, riesengroß und eigentlich sehr erfolgreich. Und trotzdem war Märklin vor ein paar Jahren, glaube ich, kurz vor der Pleite. Ach so, war das so? Ja. Yep. Aha, okay. Nee, das war mir, ging an mir vorbei. Ja. Am 2. Dezember 1993 war Kinostart des Films Das Ei ist eine geschissene Gottesgabe. Ich habe das nur mal erwähnen wollen, weil ich den Titel so lustig fand. Ich habe den Film nie gesehen. Ich habe auch kein Filmposter, wie du siehst, gefunden, sondern nur ein Ei. Das war wahrscheinlich das Poster. Das Ei ist eine geschissene Gottesgabe ist ja auch schon wert genug, es zu erwähnen. Aber was war am 2. Dezember noch? Ja, Fidel Castro hat 1961 am 2. Dezember Kuba zu einem sozialistischen Staat ausgerufen. Das war Fidel Castro am 2. Dezember. Richtig. Ja, ja, das war auch Daily hier. Fidel Castro haben wir gelernt, am 2. Dezember war aktiv. Das Ei war eine geschissene Gottesgabe. Und wir wissen, dass Modelleisenbahnen am besten in Kartons aussehen. Ja, und Britney Spears, happy birthday to you. Genau. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen wieder am 3. Dezember.